Das Weiße Haus online im Jahr 1995. Bill Clinton regiert und so erklärt das Fernsehen damals dieses Internet. Und auf Wunsch Billys Katze lauschen? Dann nach Paris durchstarten und im Louvre das ein oder andere Gemälde bewundern? Die weltweite Datenautobahn. Ein Erklärungsversuch für das, was damals für viele neu war. Erfunden wurde das WWW 1989 von Tim Berners-Lee, einem britischen Wissenschaftler. Er erdachte sich technische Protokolle, mit denen man per Link von einer Seite auf die nächste springen konnte. Für den Präsidenten der Gesellschaft für Informatik damals eine Revolution, die ganz unscheinbar daherkam. Heute ist das Internet viel mehr als nur Technik. Wir haben einen Prozess durchgemacht, der vor allem immer bunter und immer schneller wurde. Zunächst war alles nur Text, dann Bilder, später kamen Videos dazu. Heute können wir sogar die Herzschrittmacher übers Internet vernetzen, die die Menschen in sich tragen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nur noch das Internet haben werden in wenigen Jahren. Das heißt, alle Vernetzung läuft über dieses Internetprotokoll. Doch das Internet hat auch eine dunkle Seite. Milliardenschwere Großkonzerne dominieren. Hassrede, Kinderpornografie und Propaganda gehören im Netz dazu, genauso wie all die positiven Errungenschaften.